Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich habe das Thema heute mal beschrieben: Gottes Sieg über alle meine Feinde. Wir lesen in Josua 21, 44: Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde widerstand ihnen, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hand. Nun, was bedeutet das? Die Bibel zeigt uns vom Epheserbrief her, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern dass wir erkennen sollen, dass da geistliche Dinge dahinter stehen, hinter Menschen, hinter Dingen und Situationen in unserer Welt. Und Jesus aber, nun zeigt uns die Bibel das sehr, sehr deutlich, hat gesiegt am Kreuz auf Golgatha. Alle Macht der Finsternis ist gebrochen, wenn wir das im Glauben annehmen für uns, wenn wir ihm folgen, wenn wir ihn annehmen als König und letztendlich als Gott unseres Lebens, wenn wir ihm folgen, dann, so zeigt uns die Schrift, dann gilt dieser Sieg auch in unserem Leben. Und ich finde das so schön. Hier sind zwei wunderbare Bilder drin. Einmal Ruhe und Frieden ringsumher. Das bedeutet, ich darf wissen, dass ich in der Hand Gottes bin. Und was immer an Herausforderungen in meinem Leben ist, was auch immer mein Alltag herausfordert, wo auch immer ich konfrontiert bin mit letztendlich den Umständen dieser Welt, dieser gefallenen Welt, darf ich wissen und darf in dem Vertrauen sein und leben. Jesus hat gesiegt. In dieser Welt habt ihr Angst und Bedrängnis, aber ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Und da dürfen wir in Ruhe leben, nämlich so wie es der Römerbrief sagt, dass ich wissen darf, dass alle denen, die Gott lieben, die Dinge zum Besten hinwirken. Das bedeutet, Gott wird in all diesen Dingen uns nicht vergessen, nicht einschlafen, nicht irgendwie sagen, da kann man nichts mehr machen, sondern ich darf in diese Ruhe einkehren, dass ich weiß, mein Leben ist in seiner Hand. Und dann heißt es hier, Gott gab ihnen Sieg über alle Feinde, wo auch immer ich also in meinem Leben oder wir in unserem Leben herausgefordert sind, ob das die Familie, Beziehungen, Arbeit, was auch immer letztendlich plötzlich an Situationen aufpoppt, von Krankheit, von anderen Dingen, die wir nicht geplant haben und doch da sind. Die Welt mag das Unglück nennen oder Pechsträhne oder was auch immer. Aber dass wir wissen, da ist Gott, der mich jetzt in seiner Hand nicht nur hält und trägt, sondern der mir auch Siege schenken möchte. Und das darf uns glauben und Mut machen. Ja, das Haus und das Lebenshaus, sowohl dessen, der auf Stein und auf Sand gebaut hat, wurde erschüttert vom Sturm. Die Stürme im Leben werden kommen. Aber der Unterschied ist, das eine bleibt stehen. Da ist ein Sieg, da ist ein Durchdringen, Durchrennen, letztendlich ein Durchkommen, ein Bestand, der selbst dem größten Sturm widersteht. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir in diesem Glauben gegründet sind, dass wir wissen, Gott hat gesiegt und er wird siegen, auch in unserem Leben, egal wie der Feind auch heißt, was auch immer sein Name ist, von Krankheit, von Verlust, von finanziellen Nöten und anderen Dingen. Ich darf wissen, ich bin geborgen in der Hand Gottes und ich darf zu ihm fliehen und ich darf letztendlich darauf vertrauen, so wie es hier heißt, Gott stand zu allen Verheißungen, die er gegeben hatte. Keines dieser Worte ist auf den Boden gefallen. Ich wünsche uns von Herzen, dass wir das erleben und in dieser Sicherheit und Freude leben. Denn Probleme und Sorgen und Herausforderungen haben wir alle. Aber wie gut, wir dürfen wissen, in diesen Dingen sind wir nicht allein. Und wir müssen nicht auf unsere Kraft und Macht und Vermögen vertrauen, sondern wir dürfen uns bergen bei Gott und wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns Weisheit, Kraft, Gelingen und letztendlich Siege schenken wird. Und dass wir mit ihm, so wie es in der Bibel einmal heißt im Psalm, wir dürfen mit ihm über Mauern springen, über Dinge, die vielleicht unüberwindbar gerade vor uns sind, dürfen wir uns neue Glaubenskraft, neue Zuversicht und neue Hoffnung schenken lassen von ihm. Er gab dem Volk Ruhe und Frieden rungs um sie her, wo auch immer die Not herkam, und alle ihre Feinde gab er in ihre Hand, wo auch immer wir bedrängt sind. Lasst uns zu unserem Herrn gehen, lasst uns diese Dinge vor ihm ausschütten und lasst uns dann hören und folgen dem, wie er letztendlich uns leiten möchte und Siege schenken möchte. Gott segne euch von Herzen. Wir sehen uns gerne wieder.